Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die. Seid gegrüßt und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mich entschlossen zu flüchten, nachdem ich, ich habe gedacht, ich nehme auf, aber ich habe vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Kann ja passieren. Der Feral war natürlich wieder da. Der hat mir dann auch ganz galant den Arsch versohlt. Ich bin dann geflüchtet und keinen Unterschlupf gefunden für die Nacht. Ich habe eine Infektion, ich habe Durst, ich hab so ziemlich alles eigentlich, wie ihr seht. Ich will nur looten! Ich hab nicht genug Ausdauer. Vollkommen unbeeindruckt! Nicht rennen. Komm, Antibiotika. Oh. Honig. Ah, wunderbar, Honig. Gut. So, die Infektion hätte sich damit erledigt. Aber wenn das so weitergeht... Ach, da kommt auch noch ein Erdnuckel an. Und du zieh dir mal was Vernünftiges an, Mädchen. Ich habe Durst, ich kann ja nichts. Ich muss was machen. Ich habe aber auch keinen Kochtopf, ne? Doch, einen Kochtopf habe ich gelootet. Habe ich denn Wasser auch mit? Oh, die Tastatur macht mich wahnsinnig. Ne, dann muss ich auf jeden Fall eben einmal zum Händler unsere Wasserdinger holen. Unser Wasser holen. Und mich dann irgendwo nochmal am Dach verkrümeln. Die Nacht über. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ja, ich mache dann über die Nacht, denke ich mal, einen Schnitt, weil gelangweilt auf dem Dach müsst ihr ja nicht gerade zuschauen. Und ich habe auch nichts zu tun. Der Plan ging vollkommen in die Hose, den ich hatte. Hier bin ich eben auch schon entlang gelaufen und da kam ein Schwein. Hau ab, du Sau! Ich werde hier von allem gejagt. Nicht mal die Schweine lassen mich in Ruhe. Oh nee, komm. Gibt's doch gar nicht. So passt er mir gleich wieder ein. Ich sehe schon kommen. Ich bin gestorben. Gestorben durch ein Schwein. Ey! Oh, da gibt's nicht. Was ist denn los? Was stimmt denn nicht? War hier eigentlich mein ganzes Stuff hingetan? In den LKW, glaube ich, ne?
right, it's almost closing time. I've had enough bullshit for one day. So jetzt ist es lustig. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mutig wie ich bin, mich hier auf dem LKW-Dach niederzulassen die Nacht. Ich habe aber nichts. Warum war denn jetzt mein ein kleines bisschen was zu essen? Das ist doch lächerlich. Fleisch habe ich? Ja, okay. Ach ne, da habe ich doch was. Ach, perfekt. Dann machen wir doch jetzt genau ein Lagerfeuer. Trader Rick is now closed. So get off my lawn. So, dann schubse ich mal ein bisschen Holz da rein eben. Mach mal eben meinen Kochtopf. Und dann hätte ich gerne verkohltes Wildbret. So viel wie geht. Und dann hätte ich gerne noch Wasser. Und dann... Ach ja, wir sind ja gestorben. Das Schwein hat uns ja dahin gerafft. Ja, das ist jetzt natürlich mit Wasser will ich jetzt noch nicht kochen. Das ist definitiv nein. Das ist definitiv nein. Das möchte ich nicht so. Heißt, kann ich denn schon 2 Punkte hätte ich. Wo könnte ich denn jetzt noch? Ich brauche mehr Power. Ich brauche mehr Ausdauer und ich brauche mehr Power. Da kann ich aber nichts. Schädelbrecher könnte ich jetzt noch. Schwere Rüstung, Packesel wäre natürlich auch nicht schlecht, aber das bringt mich auch nicht nach vorne. Eiserne Magen wäre auch nicht schlecht. Wanderer, da kann ich noch nichts investieren. Das andere lohnt sich noch nicht. Schmerztoleranz habe ich auch schon. Ich muss Bücher finden. Ich muss definitiv Bücher finden. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich verbringe jetzt die Nacht hier im Schutze des Lagerfeuers. Und um 4 Uhr melde ich mich bei euch und dann machen wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Unterschlupf und machen endlich mal hier die Quest zu Ende. Ich sag einfach mal bis gleich. So, die Nacht ist fast rum. Ich habe soweit alles durchgekocht. Einmal Wasser fehlt noch. Dann reißen wir hier die Zelte ab und dann werden wir uns ja zum Sammelpunkt bringen. Ich brauche jetzt erstmal irgendwas, wo ich mich ein bisschen aufstellen kann. So. Dann kann ich jetzt erstmal den Kram hier wieder wegpacken. Jetzt bin ich wieder ein überfüllt. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen diese unchristliche Stätte. Es ist gleich, ich springe hier runter und direkt der Erste, das ist doch unfassbar. Jetzt kriege ich aber Puls, Kinder, jetzt kriege ich echt Puls. Oh, macht der jetzt auch früher auf? Oh, was zu lesen. Zu lesen ist immer gut. Bogenschießen. Wenn der früher aufmacht, dann gucke ich nochmal eben.
Aber ich hatte alles mitgenommen, ne? Dann brauche ich auch nicht gucken. So, ich brauche jetzt ein neues Zuhause. Irgendwie. Und ich würde ja ganz gerne wirklich hier ein Häuschen nehmen. Oder ich nehme tatsächlich dieses... hier den Anhänger für den Übergang. Oder hier das Häuschen. Ah, das geht. Das sind Questgebäude. Wie viele Hitpoints hat er noch denn? 1000, das ist eigentlich okay, ne? Dann würde ich sagen, wir machen den sauber und wir richten uns hier oben auf dem Dach ein. Und raus. Ja, erstmal gucken. Okay, du bist ein normaler. Oh, ich häng fest. Treffen sollte ich auch, ne? Oh, meine Ausdauer. So. Ach, so. Echt jetzt? Ich glaube, ich spinne. Aber doch nicht hier mittendrin. Oh, Armor, okay. So, dann haben wir noch die Küche. So, somit hätten wir, glaube ich, hier Papier und noch ein bisschen Heilung. Ach, Mist. Dann hätten wir hiermit alles, ne? Dann machen wir den Wagen noch leer. Und dann würde ich sagen... genau, so. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier eine Kiste. Direkt zwei Stück machen. So, die legen wir jetzt erstmal hier drauf eben. So, dann erstmal rinnen den ganzen Quatsch. Was macht denn der hier? So. Erstmal rein den ganzen Quatsch hier. Die brauche ich nicht, den kann ich auch hier lassen. Die Tokens kann ich auch erstmal hier lassen. Oh, Entschuldigung. So, den Lehm auch. Da wollte ich gleich noch ein paar Pfeile machen. Die Schaufel nehme ich mal mit. Die nehme ich auch mit. Einmal Wasser können wir auch hier lassen. So. Gut, dann wird das auf jeden Fall schon mal erledigt. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir die Quest da abschließen gehen. Sollen wir nicht so viel sprinten?
Steine brauche ich. Aber ich könnte mir auf dem Weg dahin doch noch ein paar Pfeile machen, ne? Eigentlich. Machen wir mal 30 Stück. So. Dann den Holzknüppel reparieren. Gewehr ist nachgeladen. Essen, Trinken haben wir jetzt erstmal. Auch wenn gerade mal, ja, nicht mal zum Sattessen reichen würde, das Essen. Also ich muss sagen, da hat sich eine Menge geändert. Es ist knackiger geworden. So blauäugig, wie ich jetzt hier rangegangen bin, funktioniert das nicht mehr. So, dann kann ich jetzt eben noch den Knüppel reparieren. So. Und dann machen wir auch noch die Axt direkt. Komm. So. Hier gucken wir mal nach Honig. Nicht. Okay, bei dem Wetter sieht man die auch noch nicht. Da können die sich so anpirschen. Warum bist du so klein? Bin ich hier in Lilliput? Erna. Kein Quatsch. So. Gott, ich sehe null. Ich sehe absolut null, das gibt's doch gar nicht. So, was haben wir denn da? Ah, jetzt wird's hell, Gott sei Dank. Ah, da. Na komm. Dann machen wir Bekanntschaft mit meinem Knüppel. So. Wie schaut's denn aus? Kriege ich jetzt einmal Honig? Ich werde es brauchen. Einmal ein bisschen Honig. Ach Mann. Okay, den sollten wir aber hinkriegen, oder? Lass da jetzt kein Hund drin sein oder so. Ich versuche das mal leise. Hm. Okay. Fred. Das hat schon gemacht, mich wahnsinnig. Ich fühle mich weh und der läuft nicht nach vorne. Da ist da bestimmt auch einer. Ich muss aber hier, das ist mir zu eng. Das ist mir schlichtweg zu eng. Bleibst du da? Drogenküche. Schraubfeder.
geht. Altes Haus. Richtig auf dem Lokus erwischt. Es ist aber kein Kopf, ne? Eieieiei. Nein, jetzt ist sie auch noch verschlossen. Lass mich raus! Lass mich raus! Boah, ich habe so ein Gefühl, hinter mir, vor mir und überall sind sie hier. Frau Doktor, kann ich Ihnen helfen? Stirb endlich! Ich bin immer noch nicht tot. Was machst du denn wieder? Breakdance? Okay. Oh wei, oh wei. So, auf jeden Fall haben die Vorratstasche schon noch. Aber ich würde natürlich den Rest auch gerne legen. Wer bist denn du? Ah! Dickerchen! Ich glaube, ich spinne. Das läuft ja schon wieder nicht. Ich weiß auch nicht. Hier will ich natürlich auch noch reingucken. Okay, ist verschlossen. Über den Turm vielleicht? Von oben rein? Ich mach mal erstmal die hier weg. Die stören mich. So. Schwester Erna. So, Dickerchen, wo bist denn du? Gott, Mr. Pizza. Nicht genug Ausdauer. Keine Ausdauer ab. Komm jetzt. Meine Güte. Komm, ich drück dir die Eiterblase an der Stirn. Okay, so. Heißt, ich will jetzt hier rein. Naja, 300 geht, die können wir kleiner haben. Krieg gleich bestimmt von hinten eine getafelt. Aber ich brauche Medikamente. Mensch, lass mich doch in Ruhe. Ich hab dir doch nichts getan. Da ist doch bestimmt einer drin, ne? Sag ich doch. Eben galant mit der. Komm runter, Matruschka. Oh Gott, du bist ja auch wieder nicht tot zu kriegen, ne? Schenkt mir Ausdauer. So, die hätten wir auch. Frau Doktor. Ja, du bist eine Krankenschwester. Mit dir kann ich nichts anfangen, du kannst sterben. So, jetzt eventuell. Komm, ein bisschen Medikament. Stoff, ich werde narrisch. Ein Schlüssel.
So, wir gehen jetzt erstmal hier oben gucken, oder? Ah ja, guck an. Guck an, da haben wir doch den begehrten Loot. Und hier nicht. Ach, wunderbar. Aber Verbandskasten wäre ganz gut. Was haben wir hier? Isoliermod. Okay, mit Nadel und Faden. Jetzt sind wir zu essen. Okay, gut. Ja, dann gucken wir jetzt natürlich da hinten gleich auch noch rein. So. Weiß nicht, will ich da reingucken oder will ich da nicht reingucken? Die Neugier ist groß. Eieiei. Du kannst dich doch auch jetzt mal, ne? Bisschen an der Tür nützlich machen. So, rein theoretisch brauche ich natürlich das Zeug auch wegen dem Gammelfleisch. Aber bis wir zum Farmen kommen, ich denke mal, das wird lange dauern. Das lasse ich mal stehen. Und Vitamine. Schon wieder maßlos überfüllt, ne? Da ist nichts. Gut, dann haben wir den auf jeden Fall einmal komplett leer gemacht, ne? Stoff ist natürlich... Ich muss auf jeden Fall Verbände herstellen. Da führt kein Weg dran vorbei, ich brauche Stoff. Euer Ernst jetzt? Ich kann nicht mal in Ruhe looten hier. Schon wieder so überfüllt. Ja, klar. Kann ich denn irgendetwas aussondern? Ne, eigentlich nicht, ne? Ne, alles, was ich hier habe, brauche ich. Gut, dann machen wir es auch mal zum Händler. Dann machen wir uns auf zum Händler hier. So, ich habe noch überhaupt gar keinen Plan. Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Ich weiß noch nicht, wie die Base bauen, wie ich die Hordenbase bauen soll. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Haus nimm oder ein Haus baue. Die Axt hier kann ich auch wegtun, ne? Und die Triche. Ich weiß auf jeden Fall eins. Wir müssen dringend irgendetwas tun, dass wir mal die Straße entlang machen, die Autos leer, dass wir eine vernünftige Base kriegen. Das ist jetzt Tag 3. Wir haben noch 4 Tage, aber die gehen auch schnell rum, ne? Eisenrohr. Messing. Alles gutes Zeug eigentlich, aber ich kann da noch nichts mit anfangen. Und ich brauche definitiv mehr Essen. Ich könnte mich natürlich an dem Schwein, was uns eben dahin gerafft hat, hier von der Farm, könnte ich mich natürlich erkenntlich zeigen und mir das ersehnte Fleisch holen.
Aber ich will jetzt auch nicht, dass uns da wieder dahin rafft. Wo war denn? War das hier? Nee, ne? War woanders, aber doch nicht hier, das Schweinchen. Okay. Gehen wir erstmal unseren Loot einstreichen. Vielleicht kriegen wir was Nützliches. Und ich bin immer noch nicht, warum? Wo hab ich denn... Put away your wipe that smirk off your face. So was hast du? One job Kleber, Kohle, Munition oder Molotov-Cocktails? Für die Hordennacht wären Molotov-Cocktails eigentlich ganz gut, ne? Wobei Munition auch nicht schlecht wäre, aber dann müssen wir erstmal eine vernünftige Waffe finden. Dann würde ich sagen, wir nehmen die. So, irgendwelche Aufgaben? Vergrabene Vorräte. Wir nehmen mal die vergrabenen Vorräte. Well, don't just stand there with your thumb up your ass. Go do the goddamn job. So, hier machen wir mal wieder schön zu. Dann bringen wir unsere Sachen weg. Das können wir noch leer machen. Wir sind eh überladen, von daher... Kommt das jetzt auf ein Ei und ein paar Federn nicht an? Man kann hier noch ein paar Eier mitnehmen. Wenn wir schon überfüllt laufen, dann auch richtig. So, wäre schön, wenn du den jetzt ersetzt. Mal raus den Kram hier. Habe ich die eigentlich schon geblockt gehabt, die ersten? Ich weiß es jetzt gar nicht. So, und das wollte ich behalten, ne? Ja. Passt ja dann alles schön noch in die eine Kiste rein, das ist ja gut. Gut, dann vergrabene Vorräte. Aber die machen wir erst in der nächsten Folge. Wir können ja mal eben einmal, aber ich bin ehrlich, ich finde jetzt gerade nichts, was mir so auf Anhieb gefällt. Ich glaube, wir werden die tatsächlich selber neu bauen müssen. Und uns, aber ich möchte mich nicht hier niederlassen. Also ich möchte schon irgendwo zu einer großen Stadt. Das heißt, wir werden hier jetzt erstmal noch ein bisschen verbringen. Und werden uns noch ein bisschen ausrüsten und werden dann mal losziehen. Vielleicht, wenn wir Fahrrad haben, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.